Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu diesem neuen Umzugsvlog. Heute ist es soweit und beachtet meine Pickel nicht. Mir wachsen da momentan wirklich überall Stresspusteln, weil ich so im Stress bin. Ich schlafe auch schon seit Tagen wieder richtig mies. Die letzte Nacht war ja die letzte Nacht hier im Haus. Ab heute Nachmittag wohnen wir dann erstmal im Hotel. Aber der Umzug mit der Firma, die wird auf jeden Fall heute und morgen vonstatten gehen. Wann die Umzugsfirma jetzt wirklich kommen wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da wurde uns keine direkte Information gegeben. Wir warten halt jetzt auf die. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die eher kommen, weil wir sind halt tatsächlich erst die Nummer 6 auf deren Liste. Die haben wohl noch 5 andere Haushalte, um die sie sich vorher kümmern müssen. Ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe, dass die wenigstens so nach dem Lunch, also so gegen 1, 2 Uhr hier auftauchen, wenigstens für ein paar Stunden. Aber ich und mein Mann, wir haben schon einiges gemacht bekommen. Wir haben auch vorgestern die Koffer gepackt. Ich bin jetzt gerade dabei, meine Carry-on-Bag zu packen und mein Personal-Item. Ich habe mir da extra so einen Rucksack gekauft für mein MacBook und alles. Und wir haben auch jede Menge Tüten mit Lebensmitteln und anderen Dingen, die wir jetzt so mit ins Hotel nehmen, wie jetzt zum Beispiel diese Tüte, die kommt mit ins Hotel. Und dann haben wir vorne bei der Tür auch noch 2 Tüten und eine Kiste mit Sachen, die mitkommen. Wir waschen auch noch die letzte Ladung Wäsche. Der Rest wird dann im Hotel gewaschen. Aber ja, ich würde sagen, ich laber jetzt gar nicht viel und wünsche euch einfach ganz viel Spaß mit diesem Vlog. Also die Möbelpacker kommen dann tatsächlich schon in 15 Minuten. Wir haben jetzt all unsere Sachen in die Duschkabine reingestellt. Wir haben ja da so eine begehbare Riesendusche. Und dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas ganz Wichtiges vergesse. Und ich bin total mit der Gesamtsituation überfordert. Vor allen Dingen wurde unser Müll auch schon abgeholt. Der kommt hier immer schon so relativ früh vor 8 Uhr. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe mal einfach in der Küche den ganzen Schrank vergessen wegzuschmeißen. Da ist noch Kokosöl drin, Avocadoöl, Sesamöl, Salz. Jetzt kann ich das noch irgendwie zusammenräumen, damit ich das vielleicht im Hotel entsorge. Aber die kommen gleich und dann geht es hier so richtig rund. Das hier ist unsere Duschsituation. Wir haben jetzt alles hier reingestellt, was die halt nicht packen sollen. Also unsere ganzen Gepäckstücke und die Sachen, die wir mit ins Hotel holen, Getränke und das Essen und alles und die Tüten beim Essen in der Badewanne. Da hat er dann hier so ein Tape dran gemacht, was den signalisiert, dass sie hier nicht rein dürfen, dass das uns ist. Ja, und jetzt geht's los. Also die Möbelpacker sind echt sehr schnell, muss ich sagen. Der Typ hört laute Musik oben. Ich zeige euch den auch mal. In der Zeit habe ich eine Kiste gepackt und der hat mal einfach hier alles komplett leer geräumt. Die Kommode ist schon eingepackt. Hier ist schon alles eingepackt. Sorry. Wahnsinn. Ein armes Kind weiß sonst nicht, wo sie sitzen soll. Thank you.
ihr seht, befinde ich mich im Auto. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass ich hergekommen bin. Ich habe mir einen Eiskaffee geholt, einen ganz großen. Ich habe es ganz dringend gebraucht. Ich bin so müde und ich frage mich ehrlich gesagt, wovon? Weil ich eigentlich nur den halben Tag damit verbracht habe, den Leuten zuzugucken bei der Arbeit. Ich habe immer wieder meine Hilfe angeboten, weil ich niemand bin, der da irgendwie hocken kann und Leuten beim Arbeiten zuschauen kann. Ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen. Aber mehr oder weniger war stehen dann letztendlich doch im Weg. Und von daher, das Ding hier stört, gell? Ich muss auch gucken nachher, wo ich das Auto abstelle, weil vor der Haustür kann ich es nicht parken. Und da, wo ich es jetzt gerade geparkt hatte, da kam ich jetzt nur mit Ach und Krach raus, weil jetzt die Leute nach Hause kommen von der Arbeit und mir auf dem Parkplatz gestanden sind, wo wir eigentlich gar nicht stehen dürfen. Das ist so ein Parkplatz von unserem Nachbargebäude in so einem Wohnkomplex. Ja. Und wir sind endlich im Hotel. Dachte, ich gebe euch eine ganz kleine Roomtour, weil ich irgendwie das Zimmer total cool finde. Das ist ein bisschen anders wie das letzte Mal. Wir kommen hier rein, also das ist das Zimmer der Kinder. Die haben ja einen eigenen Fernseher und ihre eigene Couch, ihr eigenes Badezimmer mit einem Klo und einer Dusche. Es ist noch nicht besonders groß, aber in grün, Seife, richtig, ich finde es richtig schön. Ich finde es gemütlicher als das letzte Mal. Haben sie hier ein Bett, da schläft die Melissa, einen Entfeuchter, weil hier immer so viel Feuchtigkeit in der Luft ist. Da schläft dann die Claire und hier haben wir eine Tür, die wir zumachen können, sogar eine Doppeltür. Da haben wir dann so ein bisschen Privacy und da haben wir dann auch hier eine Couch. Das ist jetzt das Zimmer von mir und von meinem Mann. Ich werde wahrscheinlich auf die Couch wandern irgendwann heute Nacht, weil der sich im Bett immer so oft hin und her wirft und das Bett ist halt wirklich nicht sehr groß. Also unseres Zuhause war größer oder ist größer. Und dann haben wir hier einen Fernseher und mir gefällt wirklich, also normalerweise stehe ich nicht auf dunkles Holz, aber ich finde das in dem Fall richtig cool irgendwie, richtig schön. Und hier habe ich dann halt, haben wir eine Küchenzeile mit einem Backofen. Der ist so richtig schön groß. Das ist so ein amerikanischer Backofen. Nichts im Vergleich zu dem, welchen wir zu Hause in der japanischen Wohnung hatten. Spülmaschine gibt es hier allerdings auch keine, aber das macht nichts. Ach, wie süß. Wir haben hier sogar so eine ganz klitzekleine Mini-Flasche mit Spüli. Und dann haben wir hier einen schönen großen Kühlschrank. Deswegen gehen wir nachher einkaufen. Ein bisschen Milch kaufen. Vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Foodhaul ganz schnell. Und hier haben wir dann den Esstisch, einen Spiegel und meine Wenigkeit. Ich bin echt total fertig. Ich bin fix und fertig. Vor allen Dingen bin ich hungrig wie Sau. Ich habe nämlich heute Morgen nur Melonpan gegessen mit ein bisschen Joghurt. Und dann hatte ich heute Mittag ein Brötchen, ein Mini-Brötchen vom Bäcker. Inzwischen hatte ich einfach nur Müsli-Riegel gesnackt. Und ich bin am Verhungern. Es ist schon nach 6. Deswegen würde ich sagen, ich werde jetzt die Koffer holen. Und dann werde ich einkaufen fahren. Und danach werde ich Abendessen holen. Wir haben noch bis 9 Uhr auf. Ein ganz kurzer Food-Haul. Und zwar haben wir hier einmal Brot. Dann haben wir hier Turnovers. Das sind in dem Fall Bob für ein Flavor. Kirsch. Die waren jetzt im Reduzieren. Dings, die haben halt billiger bekommen, weil die schon einen Tag alt sind. Dann haben wir hier einmal Apfelsaft ohne zugesetzten Zucker, griechischen Joghurt in Kokosgeschmack, Sojamilch, 2%ige Milch, Lunchables für die Kinder für morgen, weil die bleiben nämlich morgen früh im Hotel. Also die lassen wir zurück, weil wir müssen ja morgen nochmal los. So haben sie dann auch Lunch ganz schnell und easy, können dann einfach aus dem Kühlschrank raus fischen und gut ist. Dann haben wir Cream Cheese, also Frischkäse, Wheatlands und Shake Mix als Snack. Und viermal Erdbeerjoghurt für die Kinder, weil sie sind jetzt 4 Tage hier, glaube ich. Also das hält dann jetzt 2 Tage, aber das Kommissarie ist auch wirklich direkt nebendran hier im Hotel. Also rein theoretisch kann ich auch zu Fuß hin. Dann haben wir ein bisschen Erdbeermarmelade gekauft und ein paar Eier. Und das war mein Einkauf. Und jetzt würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal was essen. Wir waren beim Subway und ich bin am Verhungern, Leute. Ich habe heute wirklich nicht viel gegessen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon viel zu früh jetzt wieder, aber wir müssen wieder zum Haus. Runde 2, Kinder sind im Hotel. Mein Mann ist schon vorgefahren mit seinem Auto. Und ich zeige euch mal unser Wohnzimmer. Das haben sie einfach komplett zugestellt. Also man kommt hier gar nicht mehr durch. Auch im Flur alles dicht, alles zu. Oben stehen, glaube ich, auch noch ein paar Kisten, oder? There's some. Ja.
Also die kamen gestern halt nur mit so drei Containern an, drei Holzcontainern, mehr nicht, und die waren schnell voll. Might need another one. Ja, like, gehe ich auch von aus. Not just three. Ja, glaube auch. Well, it's gotta get done today. Yep. Mhm. Japanische Frauen haben kleinere Hände als ich. Ich habe mich vergriffen. Ich wollte eigentlich L kaufen, M. Das ist immer ein bisschen sehr eng. Ich kann meine Finger gar nicht gerade machen. Aber ich brauche jetzt auf jeden Fall die Handschuhe, weil ich mache mich jetzt im Backofen. Ich mache nämlich gerade sauber. Ihr hört auch im Hintergrund beim Mann, der staubsaugt oben. Die Movers sind jetzt endlich weg. Ich habe jetzt auch endlich was gefrühstückt und das um 10:30. Und ich würde sagen, ja, ich putze jetzt hier ein bisschen und melde mich dann später nochmal bei euch. Leute, das ist so eklig, aber es funktioniert wirklich, das Spray. Aber es ist so sau ekelhaft. Ich schau gleich das mal an. Wir sind wieder zurück im Hotel und ich war jetzt gerade in der Kommissarin und habe Fleisch gekauft, weil wir noch hier so Tomatensauce über hatten und Nudeln hatten wir noch im alten Haus. Und da mache ich dann jetzt eine Bolognese draus. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich habe das eigentlich ganz anders geplant. Das letzte Mal, wo wir hier in dem Hotel waren, hatten die Salz Pfeffer gehabt. Das war jetzt nicht der Fall. Gott sei Dank habe ich hier die Sache nicht weggeworfen zu Hause. Habe ich mitgenommen und ich denke, damit kann man das jetzt auch gut würzen. Und deswegen... Das Wasser, das kocht hier jetzt schon gleich vor sich hin. Da steht die Pfanne. Aber ja, mehr passiert heute nicht mehr. Das ist so ein merkwürdiges Gefühl, Leute. Heute ist Schlüsselübergabe und es ist mir einfach komplett alles leer. Ach man, das ist echt merkwürdig. So sah das Haus halt aus, als wir uns das angeschaut haben das erste Mal. Da war der Esstisch, hier war die Couch, der Fernseher stand dort. Meine Küche. Ach ja. Und da oben ging es dann zu den Schlafzimmern, zu den Räumen. Und so ohne die Möbel sieht das Haus auch viel größer aus irgendwie. Hier war das Zimmer von der Melissa. Und dann hat man da eine Tür gehabt, die man so zuschieben kann. Da ging es dann ins Extrazimmer. Der war nicht uns, der war schon drin, der Schrank. Und hier war dann der Claire ihr Zimmer. Und da haben die halt hier eine Schiebewand gehabt. Und einmal hier. Und dann ist man hier durch ins Elternschlafzimmer. Und hier in der Ecke stand dann der Schreibtisch vom Steven. Und hier war unser Bett. Draußen war dann der Balkon, da hat man allerdings
selten gesessen und wenn dann auch wirklich nur im Herbst oder im Frühling oder Winter. Im Sommer ist es einfach zu heiß, noch jetzt noch mal draußen über 30 Grad, gefühlte 40. Ja. Jetzt wird es Zeit, das Auto zu verkaufen. Also wir haben da jetzt keine private Person gefunden, die das Auto kaufen wollte. Aber wir haben dennoch eine Autofirma gefunden, die so Gebrauchtwagen dann halt nochmal wieder verkauft. Ich will es gar nicht verkaufen, aber was soll man machen? Ich möchte da ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken, was die mit meinem Auto machen. Hoffentlich verkaufen sie nochmal. So viele tote Autos, die einfach nur als ausgeschlachtet werden. Und mein Auto ist eigentlich noch sehr befahrbar. Ich bin aber auch jemand, ich bin emotional immer sehr attached zu meinem Auto. Für meinen Mann ist es nur ein Haufen Blech. Für mich ist es halt ein Haufen Blech, der mir Freiheit geschenkt hat. Für 3 Jahre. Ich bin wieder zurück, ich habe mich gefangen. Also für mich ist es immer sehr schwer, was ich eigentlich sagen wollte. Für die anderen ist es halt ein Haufen Play und für mich ist es halt wirklich 3 Jahre Freiheit. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon seit ein paar Stunden wieder zu Hause, wollte ich schon sagen, im Hotel. Wir sind jetzt offiziell hauslos und auch autolos. Mein Mann hat allerdings gerade einen Mietwagen abgeholt. Das ist auch ein Honda Fit, wie mein altes Auto, nur in Silber anstatt in Rosa. Ich wollte euch mal zeigen, was ich in mein Handgepäck reintue und was ich so in den Koffer packe, weil das wollte ich euch, glaube ich, schon im letzten Vlog. Und dann war das ja noch eine Woche hinfällig. Deswegen, ich zeige euch schon mal ganz schnell, was bei mir da so reinkommt. Das ungemachte Bett ignoriert ihr jetzt mal bitte. Aber hier diese Sachen, die kommen jetzt erstmal in den Koffer. Also die kommen jetzt nicht ins Handgepäck, aber ich habe da ein bisschen was an Essen gehoordet. Und zwar einmal hier so ein Haselnuss-Cappuccino. Ich habe mir nochmal so 2 neue Matcha-Pulver gekauft. Also die gibt es natürlich auch in Amerika, aber wir haben da erst ab Montag ein Mietauto und sonntags können wir halt nirgendwo einkaufen. Und abgesehen davon will ich aber auch nicht direkt nach einem guten Matcha-Pulver suchen. Deswegen habe ich mir hier 2 Stück mitgeholt, sowie auch einen Eistee, Flavetrops fürs Wasser, damit wir mal ein bisschen mehr Wasser trinken, weil ich habe in letzter Zeit wirklich sehr viel zu wenig getrunken durch den ganzen Stress. Dann habe ich mir hier so 2 Container mitgeholt, einmal für Joghurt, einmal für Overnight Oats. Und auch 2 Löffel, die habt ihr, glaube ich, gestern Morgen schon gesehen. Da hatte ich nämlich meine Overnight Oats aus diesem Container gegessen. Ein extra Ladekabel, mein Aufschäumer für die Milch. Ein bisschen Trip-Kaffee, so Filterkaffee, weil ohne Kaffee komme ich nicht klar. Ein bisschen Proteinpulver, einen Proteinkeks, einen veganen von MyProtein, mein allerletzten. Sobald wir da ein Amerikanhaus haben, muss ich da auf jeden Fall nochmal bestellen. 3 Cliff Bars für den Flug und ein Proteinriegel für den Flug, damit ich auf meine Proteine komme, weil ich glaube, ich werde da nicht viel essen können an dem Tag, weil ich da so eine extreme Flugangst habe. Und Halsbonbons, falls man mal einen trockenen Hals hat oder einfach mal was zum Lutschen braucht für unterwegs. Diese Sachen kommen bei mir ins Handgepäck und den Rest werde ich jetzt in den Koffer packen. Und das Handgepäck, das zeige ich euch dann auch noch. Und das alles kommt dann jetzt in mein Handgepäck. Da habe ich ja 2 Stücke. Und zwar habe ich einmal hier mir extra eine Laptop-Tasche gekauft. Da sind auch noch Kabel drin für mein MacBook. Der ist jetzt nicht hier auf dem Bett drauf, aber der kommt auf jeden Fall auch mit ins Handgepäck. Dann habe ich hier meinen Nintendo Switch. 2 so Ziploc, wieder benutzbare Ziploc-Tüten, so Tütchen. Da mache ich ein paar Snacks rein, so ein paar Cracker, so Wheat Thins, Chex Mix, Salzstangen, so ein Zeug halt. Habe ich Wollsocken, weil ich auf dem langen Flug auf jeden Fall meine Schuhe wahrscheinlich ausziehen werde. Dann haben wir hier Baby Wipes für die Hände und das Gesicht zwischenzeitlich sauber zu machen. 2 extra Masken, weil wir wirklich 1,5 Tage unterwegs sind. Und da habe ich echt keinen Bock, ständig die gleiche Maske tragen zu müssen. Deswegen für den Fall der Fälle habe ich 2 extra dabei. Und dann haben wir hier auch das Buch, das ich im Flieger anfange zu lesen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Das Buch hatte ich mir schon vor Monaten bestellt. Und es war echt schwer, nicht schon loszulegen. Freue ich mich schon drauf. Haben wir hier Ohren, Kopfhörer. Einmal in diesem hier, die hänge ich mir dann einfach nur so um den Hals. Und kabellose für so,
weil ich habe keine Ahnung, wie lang da die Batterie hält. Apropos Batterie, wir haben zwar hier auch eine Powerbank, aber da ich glaube ich diese hier nicht benutzen kann, während die sich aufladen, habe ich dann halt noch die hier parat. Dann können die laden und dann kann ich mit denen weiterhören. Dann habe ich alles elektronisch drin, also für meine Kamera und für mein Handy, so Ladekabel gedöhnt, so kleinere Sachen, die sonst verloren gehen gern. Ein Deo-Stick, meine Haarbürste. Dann habe ich hier, wollte ich mein Proteinpulver reintun und ein paar Nüsse vielleicht so zum Snacken. Das ist ganz praktisch. Dann habe ich mir auch hier Melatonin gekauft, für den Fall, dass ich nicht pennen kann. Ich will garantiert nicht pennen können, aber ich habe halt keine Lust, auch 2 Tage am Stück wach zu sein. Vielleicht hilft das ein bisschen. Dann habe ich hier einmal Desinfektionstücher, für das, wenn man mal das Klo benutzen muss im Flieger oder auf dem Flughafen. Gerade jetzt hier zu dieser Rona-Zeit ist es besonders wichtig. Ohrenstöpsel, erklärt sich von selbst. Ohne werde ich auf jeden Fall nicht klarkommen, denke ich. Mini-Packen Zahnpasta. Ich werde mir wahrscheinlich noch so eine normale Zahnbürste kaufen, schon verpackt, eine neue. Werde mir die auch ins Handgepäck tun, weil man weiß ja nie. Und dann habe ich hier einen Wäschestift. Fokussierst du? Da. Ein Wäschestift, der wirklich alle Flecken rausbekommt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Er stinkt nur extrem, riecht nicht besonders gut. Aber er bekommt Flecken wirklich sehr gut raus, ohne Waschen. So ein Travel Washing Stick von der Firma Tide. Super klasse, wirklich genial das Ding. Dann habe ich hier ein bisschen Make-up in der Tasche. Da ist halt Kajal drin und Mascara und mehr eigentlich nicht. Haben wir hier noch ein Notizbuch mit einem Stift. Hier habe ich kleinere Sachen drin, wie hier diese Notizmarker. Ich habe ja noch einen USB-Stick drin für meinen, für mein iPad. Da sind ein paar Filme drauf, falls ich Langeweile bekommen sollte. Man weiß ja nie. Ich glaube, die ersten paar Flüge haben auch gar keine Filme im Angebot. Das sind nämlich so Militärflieger. Hier habe ich halt die Medikamente drin, die ich im Handgepäck auf jeden Fall brauche. Pepto, weil mir garantiert wieder schlecht wird, weil wir ja innerhalb von 1,5 Tagen bestimmt 5-mal landen und 5-mal abheben. Kann nicht gut gehen. Und dann hier nochmal Handtücher und dann was zum Friemeln, wenn ich nervös werde im Flieger. Und ein Labello. Kabel drin für mein MacBook. Und noch hier so ein Fidget-Dings, ein Haargummi, so ein Haarspängchen und Handdesinfizierer. Das ist, wie gesagt, die Tasche, die bei mir im Flieger dann unter den Sitz passt. Und das hier ist die Tasche, die dann über den Köpfen in diesen Koffer-Dings-Bumsen da reinkommt. Wie nennt man denn das? Oh Gott, mir fällt das Wort nicht ein. Ist ja auch egal, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da sind dann halt auch nochmal Klamotten drin für die ersten 2 Tage, für den Fall, dass unsere Koffer irgendwie verloren gehen sollten. Aber ja, jetzt kümmere ich mich dann erstmal gleich noch hier um diese Wäsche. Die wollte ich nämlich jetzt noch wegwaschen. Wir haben nämlich hier auch eine Waschmaschine und einen Trockner. Den gehen wir dann gleich gemeinsam suchen.